herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden. Und, es ist noch so viel Kuchen da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da. Wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. So, vor einer Weile schon hat mich auf Twitter eine Hörerin oder ein Hörer, ich habe wirklich vergessen, wer es ist, es tut mir leid, auf die Webseite des Bundes katholischer Ärzte hingewiesen. Und auf eine spezielle Unterseite da. Die ist schon ein paar Jahre alt und das taucht immer mal wieder in der Presse auf, weil die sie auch nicht ändern. Aber ich dachte, ich lese die dir jetzt mal vor. Oh ja. Mehr oder minder, also leicht gekürzt, aber sinnwahrend, wie ich das immer so mache. Und du sagst, was du davon hältst. Aber katholische Ärzte, das ist doch überhaupt sowieso ein ganz interessantes Thema. Wenn ich mich recht erinnere, haben doch im Mittelalter die katholischen Kirchen den Ärzten verboten, den Menschen zu erforschen. Und jetzt aber gibt es katholische Ärzte. Also die haben offensichtlich... Du argumentierst wie immer rational. Okay, sorry. Till. Bund katholischer Ärzte. Homöopathie bei Sonderfällen. Sehr geehrter Besucher, lieber Arztkollege, Medizinstudent, Psychotherapeut, Seelsorger, der Arbeitskreis Homöopathie beim Bund katholischer Ärzte beschäftigt sich mit einigen besonderen Aspekten dieser Heilweise. Gerade nach den Veröffentlichungen von Dr. in Klammern I. Gero Winkelmann über Homöopathie bei Homosexualität sind die Wogen auf allen Seiten hochgekocht. Die Wogen sind auf allen Seiten, das ist aber ein schönes Bild, ne? Ist so. Die Wogen sind auf allen Seiten hochgekocht. So, das ist immer so geil, wenn die Leute so Bilder benutzen und die... Oh, naja, okay, gut. Dies lässt uns suchen nach weiteren fachlichen Informationen. Und diese gibt es. Ach. Indikationen. An dieser Stelle sollen nun wenige Indikationen für eine homöopathische Therapie genannt werden. Erstens. Hilfe bei Transsexualität, in Klammern psychische Identifizierungsstörung. Zweitens, Hilfe bei Homosexualität. Die klassische Homöopathie in Form von Gaben einzelner Mittel ist nicht irgendein Strohhalm. Wenn du meinst, das passt nicht zu dem davor, dann liegt das nicht daran, dass ich das gekürzt habe. Das passt nicht zu dem davor. Okay, ja, okay. Also, die klassische Homöopathie in Form von Gaben einzelner Mittel ist nicht irgendein Strohhalm, sondern für den erfahrenen homöopathischen Arzt, / Heilpraktiker, ein wertvolles Instrument, dem Menschen in Not zu helfen. So, jetzt ist ja mal interessant zu wissen, was sie sich unter Hilfe bei Homosexualität vorstellen, dass man noch homosexueller wird oder mehr Spaß daran hat oder. Ich glaube, das meinen sie nicht, aber. Oder dass man endlich auch mal einen Partner findet oder. Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, es geht hier nicht bloß um Globuli oder Kräuterkügelchen bei sexuellen Störungen, wie manche Kritiker schreiben. Ich schätze an meinen Kritiker. Mhm. Der homöopathische, katholische Arzt, Doktor in Klammern I, Gero Winkelmann. Was ist I? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe versucht, das rauszukriegen. Das nächste, also am ehesten bin ich daran gekommen, dass das I für Italien steht. Ach, okay. Das heißt, es ist also auch kein Dr. Reanat oder Dr. Repol, wie da so üblicherweise da steht, sondern es ist in Klammern I. Und meines Erachtens bist du schon in Italien ein Dottore, wenn du das gemacht hast, was hier im Bachelorstudium ist. Ah. Was auch erklärt, warum er homöopathisch und katholisch ist. Aber egal. Also, der homöopathische katholische Arzt Dr. in Klammern I. Gero Winkelmann empfiehlt die Behandlung mit klassischer Homöopathie auch und gerade in Sonderfällen. Zum Beispiel bei unguten sexuellen Neigungen und Charakterstörungen. Aha. Notwendig für eine homöopathische Behandlung sind erstens Vertrauen in die Therapie und den Arzt. Gerade bei psychischen, sexuellen Störungen muss der Wille zum sich ändern und zum Gesundwerden vorhanden sein. Zweitens, Offenheit, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und der Mut, auch unangenehme, peinliche, in Anführungsstrichen verrückte Symptome zu nennen. Alter, was ich total interessant finde, ist, ich habe ja so eine Vermutung, was die heilen wollen, aber sie schreiben es nicht. Die schreiben über Homosexuelle, die Hilfe benötigen, aber man weiß nicht, wobei. Also es könnten auch Homosexuelle mit Schnupfen sein. Und die will er zum Beispiel homöopathisch behandeln. Das ist ja nicht explizit da jetzt geschrieben worden. Ja, aber ich glaube, das ist... Ja, ich glaube auch. Schon, aber naja, jedenfalls brauchst du auch Geduld, denn nur alle 6 Wochen ist eine homöopathische Sitzung.
homöopathische Sitzung. Ja, der Homopath. Aber gut. Jedenfalls musst du den Leuten mit Hochpotenzen helfen. Auch das ist in diesem. Das wird ja mal lustig. Ist ja merkwürdig. Nein, das ist toll. Jedenfalls brauchen die Hochpotenzen genügend Zeit, um zu wirken und im Körper die heilsamen Änderungen zu bewirken. Oh, die Hochpotenzen. Steht das jetzt, wie das geht? Achso, und falls du dich gefragt hast, wie das so kommt, ne? Durch Infektion mit der bekannten und weltweit verbreiteten Geschlechtskrankheit Syphilis und Gonorrhoe, in Klammern erworben durch die eigenen Ahnen, kommt es zu einem Miasma und den vererbten Charakterfehlern und psychisch-körperlichen Leiden, Doppelpunkt, Aggressivität, Perversion, Pädophilie und körperlichen Schwächen. So, also wenn dein Opa mal eine Gonorrhoe hatte, wirst du aggressiv und pervers. Und ja, und hast körperliche Schwächen wie zum Beispiel Bindegewebe und Nerven. Ich weiß nicht. Ich habe auch Bindegewebe, Hilfe. Durch eine einzelne Gabe und dem typischen Konstitutionsmittel in Hochpotenzen kann diese unheilvolle Neigung therapeutisch angegangen werden. Und jetzt gab es kritische Fragen. Ich lese dir erstmal die kritischen Fragen vor, ja, und die Antworten von Dr. I. Gero Winkelmann, ja? Ja. Okay, pass auf. Gibt es Homöopathie auch bei Frauen? Ja. Warte mal, heißt das jetzt, ach du liebe Zeit, wenden die an oder wird es auf sie angewendet oder haben Frauen also, schon mal davon was gehört oder was wollen die denn? Gibt es Homöopathie auch bei Frauen? Ja, Homöopathie wird bei allen Menschen, auch bei Tieren und Pflanzen. Wie? Homosexuelle Neigungen bei Frauen. Frauen ist, jedes Mal, wenn er Frauen schreibt, schreibt er das durchgehend groß. Warum? Weiß ich nicht. Weil er sie so verehrt. Er verehrt die Frauen so. Homosexuelle Neigungen bei Frauen lassen sich ebenso gut behandeln wie bei Männern. So, wisst ihr was? Ich glaube, das ist der erste Satz, der inhaltlich stimmt. Ja, nämlich gar nicht. Zweitens. Homöopathie auch bei Missbrauch durch Geistliche. Das ist eine Frage. Ja. Die können ja noch nicht mal grammatisch richtig formulieren. Homöopathie bei Missbrauch durch Geistliche. Da ist ja die Antwort. Ah. Homöopathie kann bei allen Menschen, in Klammern nicht nur Geistlichen, angewandt werden, die sexuellen Missbrauch betreiben und die sich helfen lassen wollen. Ach so, ich dachte bei den Opfern, da gibt man ein bisschen Homöopathie, ist die Sache vom Tisch. Ach schade. Ich dachte, hilft den Opfern genauso viel, wie es den Tätern hilft. Aber dann haben wir den ganzen Skandal ja jetzt praktisch schon aufgelöst. Ja. Drittens, Homöopathie bei Pädophilie. Ja, Ausrufezeichen. Viertens, haben Sie selber schon Erfolge mit Homöopathie bei Homosexualität gehabt? Und jetzt, offensichtlich in einem Anfall von Ehrlichkeit, schreibt er, bisher behandle ich zwei Männer. Aber das Ergebnis verrät er nicht. Die armen Männer. Ich höre auch von ehemaligen Homosexuellen, die glücklich sind, von ihrer Neigung befreit worden zu sein. Ah, jetzt sprechen Sie es aber mal aus, was Sie eigentlich meinen, ne? Als ausgebildeter homöopathischer Arzt bin ich informiert und überzeugt, dass die homöopathische Heilweise seriös und bei psychischen Auffälligkeiten geeignet ist. Oh, ehemalige Homosexuelle, ey, die Armen. So, jetzt geht es hier, wir kommen jetzt zum Ende, neigen wir uns zum Ende entgegen. Hinweis! Dieses besondere Kapitel wurde von Dr. in Klammern I. Gero Winkelmann persönlich verfasst. Selber überzeugter homöopathischer Arzt. Interessanterweise ist er nicht überzeugter homöopathischer Arzt, sondern überzeugter, homöopathischer Arzt. Wenn man jetzt da genau ran ist, also überzeugter Arzt, aber egal. Ja, na gut. Ihm und den BKE-Kollegen, also Bund katholischer Ärzte, in Klammern Arbeitskreis Homöopathie, ist bewusst. Erstens, die Homöopathie ist nicht von allen, in Klammern katholischen, Ärzten anerkannt. Daher sind die therapeutischen Hinweise auf dieser Seite keine offizielle Meinung aller katholischen Ärzte und des BKE. Ah. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mit freundlicher Empfehlung gezeichnet Dr. in Klammern I. Gero Winkelmann. In Klammern Leiter der BKE Ärztevereinigung. Ach, der ist der Leiter der gesamten Ärztevereinigung, aber selber leider Homöopath. Na gut. Gern senden wir Ihnen Infomaterial zu, auch zum Weitergeben. Oh, bitte nein. Bestellen unter info@bkae.org. Oh.
Das wäre ja mal interessant, was man dann kriegt. Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das zu bestellen. Das ist ja horrific. Das ist ja der Horror. Das ist ja. Aber wie gesagt, jetzt haben wir schon so oft Sachen besprochen, wenn wir uns fragen, warum trauen die sich eigentlich sowas online und öffentlich zu stellen? Ne? Mit diesem Podcast, mit dem Chrismon hier, diese Webseite, das sind ja Sachen, da würde ich mich zu Grund und Boden schämen, ehe ich das veröffentlichen würde. Also noch nicht mal grammatisch korrekte Fragestellungen, sondern einfach nur so ein. Als ob es dir in 5 Minuten mal da kurz hingetippt hat. Also das ist, wir haben das darüber gelacht, das ist zutiefst bösartig. Ne? Ja, das ist so bösartig, Dingen, natürlich. Du kannst hier, du hast hier Leute, also jetzt nur einen Punkt. Ne? Jetzt mal Hilfe bei Transsexualität ganz außer Acht gelassen und sowas. Hilft es auch bei Frauen, ja, und auch bei Tieren. Ja, sondern nur zu sagen, da hast du jemanden, der ist pädophil. Missbrauchspriester, ja. Wie sagt er das hier? Missbrauchspriester sagt er nicht. Homöopathie bei Missbrauch durch Geistliche. Da ist jemand, der sexuellen Missbrauch betreibt und sich helfen lassen will. Ja. Der geht dann zum Bund katholischer Ärzte und der gibt dem Homöopathie. Der gibt dem Zuckerkügelchen. Das ist schon verrückt. Da will man doch die Axt schwingen lassen. Das hört doch auf, lustig zu sein. Nee, ja, richtig, das willst stimmt. Die Axt schwingen lassen. Das stimmt. Wenn man das so als Satire vorliest, ist es lustig. Aber wenn man überlegt, dass sie das ernst meinen, ist es auf einmal nicht mehr lustig. Das stimmt schon. Das ist zutiefst verstörend eigentlich. Also wenn man sich überlegt, dass die so einer riesigen, mächtigen Organisation angehören und die meinen sowas ernst, das ist wirklich nicht mehr lustig. Und wenn man sich dann überlegt, die Annegret Kramp-Karrenbauer steht voll dahinter und sagt, sie spricht auch mit diesem eingebildeten Freund und die steht dann auch hinter sowas. Oh. Ja, also der Bund katholischer Ärzte ist eine Minderheitsorganisation. Ne? Das sind nicht alle katholischen Ärzte drin. Das kann auch sein, und das weiß ich nicht, ob der aus Dr. in Klammern I. Gero Winkelmann besteht. Das weiß ich nicht. Aber hier ist jemand, der sagt, er sei katholisch und er sei Homöopath und er sei Arzt. Er sei Arzt. Überzeugter Arzt. Whatever. Und sagt, wenn jemand kommt und er fragt mich um Hilfe, weil er Kinder sich zu Kindern hingezogen fühlt, was ich immer für sehr mutig halte, wenn die Leute merken, sie haben ein Problem. Ja. Das geht so nicht, ich muss mir Hilfe holen. Das ist sehr mutig. Und der gibt dir Homöopathie, den man müsste man zum Klo runterspülen. Ja. Das ist unglaublich. Und wenn man eine vernünftige Organisation wäre, würde man sagen, nicht in unserem Namen. Nicht in unserem Namen. So eine Webseite. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Wenn die Laizisten oder Säkularen in der SPD sich nicht in der SPD nennen dürfen, weil die SPD-Führung Pipi in den Stiefel kriegt, weil sie Angst vor der Kirche hat, dann sollte die Kirche hier mal sagen, ey, lass das oder wir verklagen dich in Grund und Boden. Ja. Kann sie aber offensichtlich gut mit, ja, nee, mit klarkommen. Ja. Weil es geht ja bloß um Transsexuelle, Homosexuelle. Ne? Und Kinderficker, ja. Ja, das kommt. Ja. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge. Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf manglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen. Denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Smoking on the fence, where I'm a running man.